Hallo Leute, ich hab's versprochen, ich werde es machen. Willkommen zu einem neuen, guten Spiel. Meiner Meinung nach, oh, jetzt krieg ich den Counter hier nicht an. Also, Let's Play Stalker Call of Pripyat. Ich hab mich drauf gefreut. Ich denke, meine alten Spielstände sind jetzt mal wieder flöten, wenn ich jetzt überspeichere. Obwohl, vielleicht kann ich den Namen hier umstellen. Spiel. Schwierigkeit des Anfänger, Waffen dargestellt, Zieldistanz einblenden, finde ich gut. Ducken, stehen, Skelette, keine Ahnung, Grafik, die habe ich runtergestellt, also schon auf 16:9 Qualität, aber niedrig, weil mein PC ist ab und zu mal abgeschissen, also so. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem Spiel mal an. Mit einem langen, guten, aber wirklich gut gemachten Intro. Wo ist neues Spiel? Ich glaube, ich muss das aktuelle Spiel beenden. Oder ich bin kurz weg. Keine Ahnung. Es lädt. Ach, seht ihr. Geht doch. Hab gerade noch im alten Spiel schon ein bisschen umgezockt. Ja, machen wir leider auch Anfänger, weil ich das Spiel zum ersten Mal spiele. So, aber es ist blind, also jedenfalls, ne? Hoffentlich sehen wir das Intro, weil sonst sind wir am Arsch. Bis gleich. Am 26. April 1986 wird um 1.23 Uhr der Reaktor von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl durch eine Folge von thermischen Explosionen zerstört. Die dadurch entstandene radioaktive Wolke bewegt sich über den europäischen Teil der UdSSR, Osteuropas und Skandinaviens und erreicht schließlich den amerikanischen Kontinent. Die Konsequenzen dieser Katastrophe sind so fatal, dass die Regierung sich gezwungen sieht, eine Evakuierung der naheliegenden Städte und Dörfer anzuordnen. Eine Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern wird errichtet, um die Bewohner daran zu hindern, in das verstrahlte Gebiet zurückzukehren. Trotz der Katastrophe bleibt das Atomkraftwerk Tschernobyl in Betrieb. Die Existenz eines Kraftwerks sowie die Tatsache, dass das Gebiet nicht mehr besiedelt ist, veranlassen den Ministerrat der UdSSR dazu, in der Sperrzone ein Netzwerk aus geheimen Labors zu errichten. 11. Juni 2006. Die Sperrzone wird von einem grellen Blitz erhellt, gefolgt von in den Himmel aufsteigendem Rauch. Nach einem Augenblick der totalen Stille bringt ein dröhnender Donner die Erde zum Beben. Die meisten Truppen der Regierung, die dort zur Bewachung des Gebiets stationiert sind, sterben auf der Stelle. 2008. Die Wissenschaftler haben immer noch keine Erklärung für die Vorkommnisse gefunden. Die seltenen Expeditionen in die Sperrzone enden für gewöhnlich in einer Tragödie. Und die Überlebenden berichten von mutierten Tieren mit unglaublichen Fähigkeiten, die durch das Gelände streifen. Laut verschiedener Schätzungen beheimatet die Zone im Jahr 2010 zwischen 1 und 300 unbekannte Personen. Sie nennen sich Stalker und verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch das Einsammeln ungewöhnlicher Gesteinsbildungen, die gemeinhin als Artefakte bekannt sind und zu stattlichen Preisen gehandelt werden. 2011. Trotz der Errichtung militärischer Sperrgebiete nimmt die Zahl der Stalker immer weiter zu. Diese halten sich jedoch überwiegend in den Randgebieten der Zone auf und das Zentrum bleibt nahezu unerforscht. Die wenigen Versuche, tiefer in die Zone vorzudringen, schlagen ausnahmslos fehl. 2012. Ein Stalker namens Strelok lüftet das Geheimnis um den Hirnschmelzer, einen von Menschenhand geschaffenen Sender, der für Jahre ein Betreten des Zentrums der Zone unmöglich gemacht hat. Dieser scheiß FPS-Einbrüche. Der Hirnschmelzer deaktiviert wurde, treibt es alle Stalker in das Zentrum der Zone. Einige mit der Hoffnung, einen wertvollen Artefaktfund zu machen, andere auf der Suche nach dem Wunschgönner. Die Regierung beschließt, eine groß angelegte Militäroperation durchzuführen.
Bei diesem Einsatz, Operation Fairway, finden Karten mit Anomaliefeldern Verwendung, um Hubschrauber unversehrt zum Atomkraftwerk Tschernobyl manövrieren zu können. Trotz sorgfältiger Vorbereitung missglückt die Operation und keiner der Hubschrauber kehrt zurück. Major Dektarev, Agent des ukrainischen Geheimdienstes, wird in die Zone geschickt, um das Verschwinden der Hubschrauber zu untersuchen. Verkleidet als Stalker, bewaffnet mit einem gewöhnlichen Sturmgewehr und ausgerüstet mit Verpflegung für 2 Wochen sowie mit einem Funkgerät zur Kommunikation mit dem Hauptquartier, macht sich der Major auf den Weg in das Zentrum der Zone. Wahrheit ist, die Waffe, die haben ziemlich kaputt. Also, ihr seht hier, Waffe. Ja, ach so, erstmal hier mit dem Ferno. Also, das mit den Zahlen finde ich jetzt gerade ziemlich gut. Das habe ich jetzt zum ersten Mal eingestellt. Waffe, seht ihr, schon ein bisschen demoliert. Rüstung demoliert. Relativ heile noch. 2 Granaten. Essen. Medikits. Strahlmunition. Also, wenn man hier wird, man oft verstrahlt. Verbände. Ein. Das ist ein Echo, also so ein Detektorteil, damit kann man solche, wie sage ich das? Artefakte finden, aber der ist extrem schlecht. Wir kriegen jetzt gleich einen neuen. Und ja, das war eigentlich auch schon alles hier so. Junge, nimm die Waffe. Wenn das Spiel. Ach, das läuft jetzt gerade auf 55 FPS, sind neue Leute. 2 Stalker werden mir angezeigt. Die nicht feindlich sind, sondern friedlich sind. Mit denen können wir reden. Hey, was geht? Okay. Handel kann man mit denen auch. Haben für gewöhnlich aber eigentlich nichts Gutes dabei. Hallo du. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Da steht einer. Da geht es nämlich Artefakte zu holen und einen neuen Detektor. Da ist ein Hund drauf. Der muss sterben. Und natürlich ein Artefakt. Wenn man später kommt und schließlich das neue Ding hat, dann bekommt man keinen neuen Detektor. Oh, sondern dann gar nichts. Wundert euch nicht, wenn die. Nur die Ruhe und einfach weitergehen. Sieht eigentlich relativ cool gemacht. Also ich habe das grafikmäßig alles ein bisschen runtergestellt, deswegen wundert euch nicht, wenn das ein bisschen komisch aussieht. Ich weiß immer nicht, wie es aussieht, aber passiert. Seine Waffe holen wir uns gleich. Die werde ich auch aufrüsten. Das ist die Viper S. Ich mag die irgendwie. Die Munition für die ist einfach zu kriegen und ziemlich stark ist auch. Du siehst ja. Dein Schutzanzug hat kein Problem damit. Schutzanzüge immer reparieren. Wir haben erstmal so einen schlechten, aber den immer reparieren. Ihr werdet noch dankbar sein, wenn ihr auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielt. Und immer Artefakte sammeln gehen, Leute. Wirklich immer. Hilf mir, Stalker! Ich meine, du siehst, meine Rüstung ist schon demoliert. Seht ihr das? Ja, weil die war eh schon nicht so die beste. Da können wir zurückgelaufen. Viper S haben wir jetzt auch. PD-Detektor. Bis dann. Seine Waffe haben wir jetzt auch. Wenn wir die Müll genug, wir werden uns jetzt, ich werde, denke mal, in diesem Part auch, das ist der neue. Wir werden uns in diesem Part. Aus da. Wir werden uns in diesem Part wahrscheinlich auch noch, das ist übrigens das Lock, wo man sieht, wo man hinkommt. Da müssen wir sowieso hin, also renne ich gerade richtig. Das Rote ist die Lebensanzeige, das Blaue ist Ausdauer, seht ihr ja. Munition, Munitionssack kann man auch wechseln. Nachtsicht, man kann auch ein Nachtsichtgerät einbauen. Werde ich auch machen für die MPs, wenn wir dunkel machen. Ist wirklich besser. Und ja, besser ist das, gehen wir uns das. Hört ihr das? Was ist das? Was für ein Hin, Digga? Hör zu, Sultan. Hallo. Ja, mach ich gleich, mach ich gleich. Hallo.
Handeln. Da hast du dein erstes Artefakt. 4800, warum es rot ist, frag mich nicht. Mamas Perle. Warte mal, vielleicht braucht er das, dann kriegen wir doppelt so viel. Hast du Arbeit für mich? Letzte Nacht haben wir in Stock ein merkwürdiges Leuchten. Ja, mache ich. Ach hier, dann nimm mit einfach. Jo, wunderschön. Nein, schon gut, vergesst es. Und los. Das machen wir später. Hier haben wir unseren... Alles klar. Den muss man betrunken machen, damit er Sachen verbessert. Aber weißt du, müssen wir seine Muni, seine Sachen finden, so weißt du. Erstmal müssen wir ein bisschen reparieren alles hier. Oh, siehst du, wie kaputt die Scheiße schon alles ist. Brauche alles nicht. Der braucht eine Munitionserweiterung hier. Wie teuer? 800, scheiß drauf da. Die Werfer draußen, die bombardieren uns gerade. Die Banditen. Und? Da, 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 verkaufen. Hast du Arbeit für mich? Ich brauche Informationen zum Söldnerlager. Wir sind in die Kläranlage aufgetaucht. Einverstanden. Machen wir aber später. Die Mission habe ich mir selber noch nie gemacht. Mach die Tür von außen. Und? Zu. Hast du etwas über Magpie erfahren? Ich habe überall herumgefragt. Aber es bringt nichts. Was geht da? Bist du verwundet oder leidest du an der Strahlungskrankheit? Dieser Mistkerl wird es bereuen, dass er weggelaufen ist. Halte durch, Kumpel. Krabbe. Der Doc hat gesagt, der backt sich hier manchmal. Der backt sich hier manchmal echt. Nutze doch die Zeit, um dich auszuruhen und mal richtig zu entspannen. Hey, Stalker! Komm her, ich habe eine Frage! Hier bin ich. Hey, hast du den Kerl namens Magpie gesehen? Was hat Magpie verbrochen? Lest euch den Scheiß selber durch, ne? Ich bin zu faul zum Lesen, wenn ich ehrlich bin. FPS hält sich ganz gut. Freut mich natürlich. Wir kriegen jetzt gleich noch eine Quest. Was geht, ist abgemacht. Das machen wir jetzt, glaube ich, zuerst. Schnorks töten. Wer lacht da so blöd? Lach mich nicht aus, ich bin toll. Ich überlege, ob wir erstmal zur Werkstatt laufen sollten. Sind die Gegner? Nein, noch nicht. Normalerweise töte ich mal die Banditen, aber... So, jetzt macht die mich 40 Schuss. Dann rennt noch einer rum, da rennt noch einer rum. Das sind, glaube ich, alles Gegner, oder? Nein, die mögen mich. Also, noch bin ich hier nicht feindlich gesinnt, meine ich. P, wir müssen lang. Da unten hin, gut. Wir holen jetzt mal diese scheiß Kiste. Soll ich jetzt angreifen, kriegen die alle einen Headshot abgeschossen, Alter, ich schwör's. Ich kämpfe gleich gegen ganz kleine hässliche Viecher, die mir immer auf den Sack gehen. Die sind Schnorks. Ich hasse Schnorks. Schnorks sind wild. Aber vorher haben wir noch dann noch so unsere Artefakte. Das sind noch welche. Ich überlege, wo wir hier hoch können. Da hinten. Sogar richtig. Genial. Da wollte ich aber zuerst hin. Ihr seht's. Da drin ist noch eins, ja. Wir sind leicht verstrahlt. Das ist nicht schlimm. Nur wenn wir stark verstrahlt sind, dann müssen wir eins setzen. Stark ist, wenn das extrem blinkt oder gar nicht mehr aufhört zu blinken. Da
Was war das? Hatte ich noch nie. Ich will das Strahlmedikament noch nicht verbrauchen. So, was haben wir jetzt alles? Ja, genau, wir haben das da, das macht Psy-Schutz und wir haben das da, das macht Strahlung minus 2. Mit dem anderen Artefakt hätten wir jetzt so ein bisschen Wundheilung, aber dann machen wir halt diesen Psy-Schutz erstmal rein. Zuerst mal in die Latte. Oder wir machen erstmal gar nichts rein, dann geht mich unsere Verstrahlung weg. Süße, weg ist er. So. Dann ruckeln wir uns mal durch das Spiel. Ist aber nicht so wie Gothic Bug 3. Oh, ich dachte schon. Oh. Wayne! So viel? Oh nein, ich kann kotzen. Letzter Spielstand. Wo habe ich gespeichert? Ich habe gar nicht gespeichert. Oh, Jens! Ah, ansonsten mache ich kurz Aufnahme bestimmt, dann mache ich den ganzen Scheiß nochmal. Oh Mann, ich könnte kotzen. Ah, geil, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Diesmal Quicksave. Ja, und zwar, ich hatte gerade ein Problem. Ich wurde von Banditen angegriffen. Ich habe einen Hund getötet, habe aus Versehen den komischen Banditen dazu getroffen und das war's dann auch schon mit unserer Freundschaft. Das waren die, die letztes Mal hier standen. Diesmal nicht da sind. Da. Was? Dann überlebe ich. Aber von da bis da sterbe ich. Okay. War zwar nicht so geplant, aber jetzt ist so. Ich benutze übrigens das Messer, weil Schnorks zu töten so ist ziemlich blöd. Ich mag Schnorks nicht. Das könnt ihr schon euch notieren. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich renne einfach lang. Schon tot. Die sterben da. Siehst du? Geht doch viel einfacher. Hier, da geht's nach außen. Genau. Nein, das doch nicht. Wo geht's hier raus? Ah. Was zur Hölle, Junge? Ist ein bisschen Ruhe, Junge. Genau, hier geht's raus. Hopp. Da. Doch nicht. Hallo. Schön, dass ich sie so rausfinde. Oh, Leute. Ich finde den Ausgang nicht. Da ist er doch. Nein. Mann. Ich komme hier nie wieder raus. Mann. Wie peinlich. Na gut. Beim letzten Mal, ne? Ich renn einmal einen Weg. Er war genau der richtige. Und ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Warum soll ich auch mit dem Weg für Schnorks aufschreiben? Die Kiste lassen, geben wir übrigens nicht wieder ab. Wir lassen die aufbrechen. Da kriegen wir viel mehr von. Da gehe ich jetzt lang. Da gehe ich nicht lang. Da komme ich auch da raus. Da geht's wieder da lang. Also da lang. Also da auch nicht lang. Also hier lang. Da ist auch eine Sackgasse, aber hier oben nicht. Vielleicht oben! Junge! Wie komme ich hier raus? Moment, ich habe eine Idee. Moment. Hier lang. Genau, wenn wir da nämlich. Genau. Ich bin letztes Mal da runtergelaufen, anstatt hier hoch. Kotzen. Habe ich irgendeinen? Habe ich keinen Drink? Gar nichts. Lauf! Zu Skadowsk. Nein, wir gehen erstmal dahin. Da ist ein Kerl, der ist etwas verrückt. Ja, ist er. Man kann ihn behalten, dann bringt er euch zu einer Absturzstelle. Machen wir nicht. Wir werden ihn töten. Der hat nämlich einen neuen Detektor und sonstiges. Der hat viele gute Sachen, die ich haben will. Jedenfalls hat er die beim letzten Mal gehabt.
vorher meinen Quicksave. Wenn er sie nicht hat, dann lass ich ihn am Leben. Er hat zwar noch zwei Artefakte, mit denen kann ich aber leider nichts anfangen. Also das... Ich werde gucken. Kurzer Quicksave. Von dieser Tür immer ein paar Schritte zurückgehen. Der schießt nämlich. Was ist er denn für ein Immerfuß, Alter? Junge! Kotzen! Jo, hat er alles wieder. Hier sind also diese verdammten Mutanten. Sie sind auf das Plateau geklettert, weil sie dachten, dass Noah sie dort nicht erwischt. Boah, ist der Wahnsinn, ist das? Vermutlich wissen sie nicht, dass ich meinen ganz persönlichen Weg dort hinauf am nördlichen Bauernhof vorbei habe. Auf uns wartet eine Menge Spaß, ihr Arschlöcher. Wir haben zwei Schrotflinten. Wir können uns also aussuchen, welche wir benutzen. Die wahrscheinlich nicht, die ist zu kaputt. Also die. Eine Wumme haben wir schon mal. Die können auch schon mal entladen. Entladen. Neuer Detektor. Achtung, Stalker! Eine Emission steht kurz bevor. Ich wiederhole. Eine Emission steht kurz bevor. Jetzt erlebt. Ich bin auf dem Weg zu euch! Lasst die scheiß Türen offen, wenn ihr die zumacht. Ich töte euch alle! Hab ich nicht ein bisschen Brot, was ich fressen kann? Keine Wurst gibt auch kein Brot, aber egal. Erfüllt seinen Zweck. Neue Mission. Mission aktualisiert. Deckung suchen. Ich bin voll dabei, aber ich bin nicht so schnell. Boah, es geht schon los. Viel zu früh. Na gut, bis die richtig anfängt, dauert ein bisschen. Also Zeit haben wir noch ein bisschen. Ich glaube 3-4 Minuten haben wir noch. Da sind Banditen. So, ganz gemütlich und gechillt, ist gedost. Mach die Tür auf. Sicherheit. Boah, sind die schlechtesten alle hier. Willkommen auf unserem Sumpfeisbrett. Ja, das sagt er jedes Mal. Ich mag den Typ. Ich hasse dich. So, das kann ich verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Den Wodka behalten wir. Die packen wir in die Kiste. Der macht Strahlregulierung, das kann ich auch alles verkaufen. Qualle und Löcher. Hammer. Und fast genug für unsere Waffe. Schau einfach vorbei, wenn du Artefakte findest. Dann werden wir schon sehen. Und? Die kann ich verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Was ist das für Granaten? Das sind F1-Granaten, die behalten war. Nochmal 1000. Mach die Tür von außen. Wieder alles reparieren alles lassen. Besonders Rüstung. Neu. Oh, scheiß mal nicht so rein. So, alles repariert. Und das soll uns aufbrechen. Achtung, Stalker. Jeden Augenblick kann eine Emission eintreten. Bringt euch in Sicherheit. Ich zeig euch das jetzt. Wo? Ah, ich will euch eine Emission zeigen, Leute. Hoch. Mach die Kacktür auf. So sieht das aus. Heftig, ne? Schön rot. Geil, ne? Da fallen schon alle Vögel. Die Emission ist endlich vorbei. Ich hoffe, ihr seid alle heil geblieben. Wie ihr seht, da sind ein paar Vögel schon alle vom Himmel gefallen, Alter. Richtig gut. Banditen. Schieß los, Freundchen. Ich will nichts von dir weg. Du bist hässlich. Hallo, du.
nach Hallo. Spaß ist Junge. Hau noch irgendwas, was ich verkaufe. Ah, hier genau. Seele. Was? Wo ist das denn her? Was? Ach, das war ja. Ah, Jens! Das war ja. Das war in der Kiste drin. Oh. Das ist, was ich dumm bin. Ich kaufe mir extra eine mit der Munitionserweiterung. Dabei wusste ich, dass in. Ja, in der ist genau dasselbe drin gewesen. Jens, du bist dumm. Du bist dumm. Denk doch einfach nach. Du hast das Spiel schon öfter gespielt. Denk dran. Wenn ich beide verkaufe, kriege ich 9000. Aber ich verkaufe nur das eine da. Das soll wieder anlegen. Weg. So. Na toll, Jens. Da ist noch meine Waffe reparieren lassen. Wozu? Aber ist schon eine bessere Waffe. Witzig. Oh, meine Fresse, ich kann kotzen. Den da kann dahin, der kann weg. Jo. So, ich glaube, jetzt kümmern wir uns. So, was sagst du, also die mit Munitions- und Magazinserweiterung? Was soll ich mit der einen? Kann ich mal wegpacken? Na, die kann auch wegschmeißen. Die schmeiß ich aber gleich. So, die schmeiß ich jetzt hier in eine Ecke. Die da. Das da. Das da. So, passt. Oh, da war noch eine, glaube ich, ne? Was ist das denn da? Eine verbesserte Pumpe. Pumpe, sag ich schon. Eine verbesserte Pistole. Was nimmt er die? Die nimmt er. Ich hab's ja nicht verbessert, also ist mir Rain. So, da können wir jetzt die Pumpe reinpacken. Pumpenmunition. Die beiden verkaufen, kann ich eben keinen verkaufen. Die F1-Granaten. Den Wodka. Das, den Rest behalte. Oh, die behalte ich auch erstmal. Ah, ja, gut. So. Ja. Ach, was machen wir jetzt noch? Hör zu! Sultan will dich sehen! Halt's Maul, oder ich starte dich! Aber das machen wir im nächsten Part von Let's Play Starcraft Rebirth. Hey, eventuell. Ah, Maul! Wie geht's? Immer wenn ich was sagen will, reden wir dazwischen. Entweder mache ich das jetzt oder im nächsten Part. Also, jetzt gleich weiter oder. Nachher, morgen, keine Ahnung. Ich verabschiede mich. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.